The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Spiritismus und die Sonntagsgesetzgebung. Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn Sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für Sie keine Morgenröte. Die wunderwirkende Macht, die sich durch den Spiritismus manifestiert, wird Ihren Einfluss gegen alle einsetzen, die sich entscheiden, eher Gott als den Menschen zu gehorchen. Mitteilungen von den Geistern werden dahingehend lauten: Gott habe sie gesandt, die Menschen, die den Sonntag verwerfen, von ihrem Irrtum zu überzeugen und zu behaupten, die Landesgesetze seien ebenso wie Gesetze Gottes zu befolgen. Sie werden über die große Ungerechtigkeit in der Welt jammern und den religiösen Lehrern beipflichten, die behaupten, die niedere Moral sei durch die Entheiligung des Sonntags verursacht worden. Eine große Empörung wird gegen alle geschürt werden, die ihre Aussagen nicht annehmen wollen. Wer die Lehren des Spiritismus bekämpft, greift nicht nur Menschen an, sondern Satan und seine Engel. Solche Menschen haben sich auf einen Kampf mit Mächtigen und Gewaltigen eingelassen, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Satan wird nicht einen Zentimeter an Boden hergeben, wenn er nicht durch die Macht himmlischer Boden zurückgetrieben wird. Das Volk Gottes sollte ihm genauso wie unser Heiland begegnen können, nämlich mit den Worten: Es steht geschrieben. Satan kann heute die Bibel genauso gut zitieren wie damals zur Zeit Christi. Er wird ihre Lehren verdrehen, um seine Täuschungen zu stützen. Wer in dieser gefährlichen Zeit bestehen will, muss selber genau wissen, was die Schrift aussagt. Viele werden mit Teufelsgeistern konfrontiert werden, die die Gestalt lieber Verwandter oder Freunde annehmen und die gefährlichsten Irrlehren verkünden. Diese Besucher werden an unsere zartesten Gefühle appellieren und Wunder wirken, um ihre Behauptungen zu belegen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, ihnen mit der biblischen Wahrheit zu widerstehen, dass die Toten nichts wissen und die Erscheinungen Teufelsgeister sind. Satanische Agenten in menschlicher Gestalt werden sich in diesen letzten Kampf einmischen, um gegen die Aufrichtung des Gottesreiches zu kämpfen. Auch himmlische Engel werden als Menschen verkleidet auf den Plan treten. Die beiden streitenden Parteien werden nebeneinander existieren, bis das letzte große Kapitel der Geschichte dieser Welt endgültig abgeschlossen ist. The Lord is coming. Are you